Hallihallo und herzlich willkommen zum. Das wird eine Absteigerfolge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aktuell nur. Das kann ja was werden. Wir sind hier vor der Ice Cave auf Fjordur. Und guck mal, hier sind interessante tote Ameisen. Und hier vorne ist schon 190er Yeti. Eieieiei, die haben 10.000 Leben, ne? Und ich sehe dadurch schon Polarbär schimmern. Aber die machen zum Glück gar nicht so krass viel Schaden, ne? Aber. Naja, es ist nachher die Masse, die es macht. Ja. Und du kaust ja auch lange an denen rum. Naja, wir haben wir genug Blutinfusion zum Heilen, glaube ich. Ja, so, dann flattern wir mal rein. Ich bin sehr gespannt, wie die Ice Cave so wird hier. Oh nein! Das war's dann mit der heutigen Folge. Arg für du, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, jetzt kommt Bella und stupst mich an. Oh, Scheiße. Bist du tot? Nein. Kannst du mir draußen irgendwie ein Bett hinsetzen, dass ich nicht den ganzen Weg wieder irgendwie. Scheiße. Warte mal, mein. Nein! Mein Dein Dings ist. Modus wurde getötet. Das Modus ist tot. Scheiße. Wo ist meine Desmodus hin? Shit. Die ist Aber runtergeflogen. Mein Zeug wird ja rübergebracht. Ja. Das war natürlich. War Das war nur. Ey, hervorragend. was ist das für eine Folge? Es startet damit, dass ich versehentlich absteige von meinem Ach, du Dings, bist ne? abgestiegen? Nee, Von wir draußen, waren bei nee, ich bin Polonia. draußen, bin ich bei der Anmoderation bin ich Ach so. abgestiegen. Dann, Ja. wo ist mein Zeug? Hat mein Fjordog mein Zeug nicht? Ist dein Fjordhawk auch gestorben? Nee, den habe ich hier, aber der hat mein Zeug nicht. Oder buggt das hier irgendwo fest? Okay, Meine Güte. Ja, ein Pullover war da und vorher noch irgendwas anderes, glaube ich. Ein Pulli hat mir nämlich auch runtergeholt. Ja, aber ich müsste ja eigentlich meinen Loot sehen, doch, oder? Das ist mein Ah, da Desmodus. oben, Komm warte, her. wird ein Komm her, komm Dingens her, komm her, komm angezeigt. her. Hier oben ist mein Loot gelandet. Komm her, Kleiner. Da ist er. Oh, mein Desmodus ist fast tot. Er hat es Also, gerade so überlebt, ey. ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade war. Vielleicht sollten wir das anders angehen, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht. Also, solange wir hier fliegen können, ist das ja okay. Wir dürfen nur nicht auf den Boden. Ich habe aber jetzt keinen mit Imprint mehr, ne? Das war mein Desmodus. Ja. Ja. Ungünstig. Ja. Würde ich auch so Kann sagen. ich ihn heilen? Also hätte meiner jetzt nicht seine guten Werte gehabt, wäre er auch tot gewesen. Und wäre er nicht runtergeflogen, also runtergeflogen, flattert, nicht Ja, also geflogen. ich guck mal, was ich sonst noch hab. Du hast ja notfalls genug zum Nachzüchten, ne? Ja. Das ist ein Männchen, ich brauche ein Weibchen, ne? Also, du kannst auch das Weibchen nehmen, was ich da hingestellt habe von mir. Da hast du zwar kein Ah, Imprint drauf, ja, aber. aber das ist. Warte, dann nehme ich das. Das hat immerhin gute Werte. Ja. Was soll ich das leveln? Leben? Ich würde auf jeden Fall etwas auf Leben geben. Meiner hat jetzt 5.377 Ja, Leben. meine hatte Also. auch 5000 Leben. Ja. Okay. Aber so unberitten und so, dann. Ja, ein bisschen Ausdauer solltest du vielleicht auch geben. Ah, ich habe jetzt erstmal Leben, das nächste geht dann auf Ausdauer. Der hat aber ja schon ganz, ganz gute Werte von Natur aus, ne? Ja. Ach du Sch Schande, alter Schwede. Will ich die Kommentare überlesen? Ich weiß ja nicht. Natürlich willst du die lesen. Bin da nicht so ganz sicher. Oh, Ach da ist Mensch. im Wasser war ja auch ein Loot-Drop. Ein roter ist da drin, ich sehe das. Deswegen, ich glaube, da ist halt richtig guter Loot. Aber. Ja, aber die Tierchen sind auch dementsprechend. Ja.
Ja, also man sollte auf jeden Fall genug des Modus nehmen. Das Ding ist, ich wurde halt sofort abgemountet, aber ich weiß gar nicht, ob das direkt von einem Pulli war oder von irgendwas also anderem. Definitiv ein Pulli abgemountet. Ach, du wurdest auch abgemountet? Ja, ich hatte den Buff. Dann haben sie, die anderen waren noch an dich interessiert und deinem des Modus. Das war dann dein Glück, ne? Ja, und da mich hat nur die Pelovia und warte mal, ich nehme mal Granaten mit. Oh ja. Und dadurch, dass meiner eben halt runtergeflogen ist zum Wasser, als ich die dann passiv gefilmt habe, ich habe mich an die Decke gehangen und wollte die zu mir pfeifen. Und deiner hat nicht reagiert, weil er in dem Pulk drinne war. Also der konnte gar nicht weg. Der wurde nur hin und her geschoben. Hm. Und meine ist den Wasserfall hier runtergeflogen. Von sich aus. Deswegen hat sie nur überlebt, sonst wäre die auch tot. Oh Mensch. Ja, aber das sind doch wieder die Momente, wo man denkt so, ja, ah, ist toll. Nicht. Wunderschön ist es. Doch, doch. Ist schon gut so. Ist witzig. Naja. Aber das sind ja hier auch kleine Monster, ne? Also, wenn man mal hier guckt, was die für Level haben. Ja, also der Dings hat ja 290 oder was? Der Yeti von. Der Bär da hinten 280, ein Wolf 235, 150, 265. Yeti mit Megapithecus mit 150. Dort ist wieder ein Bär mit 215 und sowas. Das tut schon weh. Auch ein Wolf mit 250. Ein Yeti mit 290. Na, herzlichen Glückwunsch. Pulli mit 275. Na, danke für das Gespräch. Also, die tun schon weh, die Viecher. Das glaube ich. Und wenn du abgemountet wirst, hast du eigentlich sowieso fast verloren. Ne? Reichen 12 Granaten? Ja, nicht wirklich, aber. Wenn du sie bedacht einsetzt, könnte das reichen, ja. Jetzt 14. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. So. Aber es ist natürlich auch eine ziemlich linke Nummer direkt am Eingang hier zwei Pullis, ne? Ja, du kommst quasi gar nicht erst ran. Das ist wie bei der Ice Cave of the Island. Da ist auch direkt von Anfang an so bam, bam, bam. Ja, voll wie. Da kommen direkt die Bärchen um die Ecke und so. Aber sind wir das letzte Mal, also als wir hier waren, wo wir Sanded gespielt haben, nicht vorne an reingekommen und die waren nur auf der anderen Seite? Ne, wir sind direkt rein, haben uns direkt, glaube ich, irgendwo dran gehängt oder sind draufgeklettert. Weil wir ja auch ohne Tiere und so da rein sind, ja, glaube ich, oder? Oder zumindest haben unsere Tiere nicht lange überlebt. Ja, wir haben ja nur reingeguckt. Und ich bin der Meinung, hier vorne, wo wir jetzt weggeknallt worden sind fast, also ich nicht nur fast. Nee, wir waren richtig drin bei Behandelt, aber wir haben richtig gestruggelt, das weiß ich noch. Ja, also wir sind ja nicht mehr über die Brücke gekommen, weil die da alle standen. Also, die sind ja, halt bei also wir sind damals auch Umwege gegangen quasi, dass wir nicht an den ganzen Tieren vorbei mussten irgendwie, aber... Ja, wir mussten dann nach rechts zu dieser Mauer da rüber gehandelt. Ja, irgendwie so. Und wir haben halt ziemlich lange drauf umgeschossen. Ja, auf jeden Fall. Bei den Leveln, die ich gerade gesagt habe. Das ist so fies, so fies. Nein, Pink ist Megalozeros. Also momentan funktioniert das ganz gut ohne Fryer Curry. Und Türkis Pinker Yuti. Sah sehr lustig aus. Uiui. Ja, also von der Kälte hatte ich jetzt auch keine Probleme. Nö, das passt. Bin gleich da. Ja, ich sitze hier am Eingang auf dem, also drinnen sitze ich auf dem Steinchen direkt links dann. Das heißt, ich kann gleich reinfliegen, ohne direkt wieder zu sterben. Hier ist nichts. Erst über die Brücke rüber. Mhm. Aber da brauchen wir gar nicht das Modus haben. Hey. Also wenn du hier zu Fuß reingehst, ohne Enterhack, bist du echt am Arsch. Mal kurz ausdauern, regenerieren.
Ja, da musst du ja nämlich den ganzen Rundgang da runtergehen, ne? Gehen. Dann hast du aber echt miese, miese Chancen. Es sei denn, du gehst hier mit Tech rein oder sowas. Das ist so eine krasse Cave, aber. Ja, Ist hier noch guck was mal. drin? Ich Irgendwas, habe mich was der nicht verguckt. mitgenommen? Ach, mein Implantat, das nimmt der nicht mit. Ach, hier ist der Sattel, glaube ich, noch von meinem Desmodus. Und die Blutpacks. Ah, okay. Hab nicht reingeguckt. Einmal ein paar in meinen Dings packen. Oder in deinen. Hier ist auf jeden Fall eine Rune. Hier rechts ist auch noch mal eine auf der Mauer. Und hier ist auch gleich Loot. Ah, da oben ist auch, unten ist auch, ne? Irgendwie. Ja, unten im Wasser sieht man auch. Aber ich habe jetzt noch nicht extra nicht gelootet, hab gewartet. Oh, es gab noch mal 4 Level. Der landet immer hier an der Wand, das ist manchmal ein bisschen nervig. Oh, Pelzmützenbauplan, besser noch. Das ist gut für Ja, die macht ja Sinn in der Parallelwelt. Kälte, ne? Ja, aber in der Parallelwelt ist ja noch kälter, da musst du ja dann. Hier war doch auch noch einer drin, Ja, hier hier in sind der Ecke. Piranhas und so wahrscheinlich, ne? Nee, hier unten an der Mauer. Weißt du? Anglerfische. Ja. Der war ja noch relativ safe, der Spot. Das ist ein meisterhafter Pelagornis-Sattel. Boah. Wow. 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 Hervorragend. Nee, Und nee, hier, wie hast du gesagt, hier gelootet. scheint ja ein roter zu sein unter Wasser. Wir Ja. sind halt Anglerfischis und so. Ja, und Wölfe sind da im Wasser. Nicht ins Wasser. Nee, nee. Dann ist hier auch kalt. Ist der Loot denn genau? Unter Wasser definitiv. Ich weiß das nicht. Du hast das letzte Mal auch nach ihm getaucht. Das sind 230er Anglerfisch. Das für ein dicker Salmonfisch hier. Thunfisch oder was? Oh, ein 370er Anglerfisch. Ach du Scheiße. Soll ich mal tauchen? Willst du das wirklich? Fryer Curry? Ja, habe ich auch schon genommen. Sehe den Loot. Aber der ist recht weit unten. Wenn du damit Dingens zähmst, ne? Hier heißen sie, die Shadow Mains. Ja. Mit diesen mutierten Dingen. Aber die kannst du, glaube ich, nicht traveln, ne? Wobei hier gibt's ja auch Shadow Mains auf Fjordur. Ja, ne? Ja. Da kommt ein Wolf. Wolf ist tot. Soll ich es versuchen? Solange kein Anglerfisch Aggro auf dich hat, könntest du es versuchen, ja. Aber der Simon hier. Kannst du mich im Notfall aus dem Wasser graben? Mother graben. Du bist richtig tief ab. Pelzmützenbauplan und Meister auf der Quetzsattel. Oder sieht das nur so tief aus? So, also, wie gesagt, Ah, der nochmal ein Creeper da hinten in der Ecke ist wieder. Pelzmützenbauplan. Aber da war jetzt, glaube Bitte. ich, der Lilane drin, ne? Ich weiß nicht. Wie gesagt, also hat sich jetzt nicht so. Ja, der habe ich auch schon gesehen. Was ist drin? Oh, ein Was ich Bogen. hören will.
Meisterhafter Stein. Ah, ne, es sind hier oben die Bärchen. Die fliegen jetzt alle ins Wasser. Hier oben ist auch wieder. Ah, Pike und Lederhandschuhe. Hä? War hier nicht hier hinten in der auch irgendwas? Ja, da ist hinterm Stein auch ein Artefakt versteckt. Und hinten ist, glaube ich, noch ein Artefakt oder Loot. Aber hier sind halt auch nochmal Bärchen und Pullovers und... Da kannst du mal Bomben reinwerfen. Guck mal, die haben jetzt alle Bock auf mich. Hab ich jetzt zwei geworfen? Ja. Und... Weil hier direkt an der, wo ich da stehe, da muss auch noch ein Pulli sein. Das heißt, ich soll nochmal eine Granate hinschmeißen? Ja. Oha, da ist er! Da kam meine Granate ein bisschen zu spät. Puh! Was zum Geier? Wie hat der mich denn da oben? Der ist richtig hochgesprungen. Nein, so fliegt er jetzt. Nein, nicht fliegen. Ah. Der ist auf Follow. Das ist aber was zum Geier. Oha, die machen richtig viel Damage. Der hat meine Rüstung kaputt gemacht. Hier will ich nichts. Hab ich mich erschrocken? Ich habe mich gerade etwas zu sicher gefühlt, ey. Typisch arg. Ja, kann man die hier nicht runterlocken? Bestimmt. Ja, hier, weil die schlucken einiges. Ja, die schlucken zu viel. Crazy. Das ist ein Bulli. Ihr habt da mal so eine ganze Rotte. Ja. Vorsicht hinter dir. Ah, auch ein Pulli. Fällt schon von alleine runter. Das Artefakt sieht man sogar leuchten. Ich will hier gar nicht rein. Das ist so krass, ey. Wenn diese Höhle ist auch mit in das Modus nicht so ultra easy. Nee. Zwei Bärchen sind da. Ist hier, wie gesagt, hier sind irgendwo hinter den Steinchen. Ich glaube, hier war das. Hier drinne, oder war das. Aber ich würde noch einmal nach hinten gucken, ob da. Oh. Können halt auch Pullis sein, ne? Ja. Hier ist roter Loot. Bei mir durfte man, glaube ich, nicht abstürzen. Nein, hier darfst du nicht abstürzen. Das ist wieder die fiese Nikatus-Ecke. Und nicht an der Decke landen, du. Blödes Ding. Bin hier beim Gelben. Mhm. Gillikrams. Oh, instant nachgespawnt. Auf der Rote, genau. Oh, hier sind Bärchen und hier oben geht's dann. Hier waren aber auch Pullis. Pullis. Hier ist eine Rune. Ja, ich hab gerade Pullis und Bären runtergelockt. Komm schon, Pulli. Oh, der Pulli sieht hübsch aus, verdammte Axt. Ach Gott. Ups, Schlechter Zeitpunkt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ich hab keine Spitzhacke dabei. Mal gucken. Mal. So.
Oh Gott. Das ist Artefakt, aber hier ist ja so einiges. Ach du Scheiße. Kommt mal hier rüber. Komm, stürzt euch in den Tod, bitte. So, sind meine Eltern? Ich rufe gleich zurück. Ja, ist gerade ganz schlechter Zeitpunkt, ne? Ja, so ein bisschen. Ganz dezent. Hier ist definitiv noch ein Pulli hier vorne, oder? Ist das geil? Ja, da hinten sind noch drei. Mindestens. Alter, sind das viele Viecher, hör mir auf. Ja. Kann man die nicht ein bisschen hier nach hinten locken? Ja, ich würde die jetzt eigentlich auch gerne irgendwo abstürzen lassen, aber... Na, da einfach nochmal drauf schießen, Moment. Oben links geht übrigens noch eine Rune rein. Und hier ist wieder roter Loot. Ja, jetzt fühlen sie sich ein bisschen angegriffen. Fertige Pelzschuhe. Die ein bisschen besser sind, sehr schön. Links sagtest du, ist noch eine Rune? Hier oben links geht's rein, so ein Gang. Ach ja, da oben in der Ecke. Hm, ja, 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 ja. Hier war nichts? Nö, nicht. Nö. Ach, so, hier sind jetzt Kristalle. Nur noch das Artefakt. Hier sind jetzt keine Viecher mehr, ne? Rein theoretisch. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle runtergelaufen sind. Ja, sieht so aus. Hoffentlich. Artefakt des Himmels, ja. Einsammeln. Zack, oh, wir sind schon bei 22 weg. Minuten. Einsammeln, rauf, weg. Ja, das andere Artefakt und so, das sehen wir dann gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.